Hallo und herzlich willkommen zur Industry Forward Expo. Ich bin Dana Neitzke und Ihre Moderatorin für diese Session, warum die Circular Economy keine Option ist. Dafür bin ich hier natürlich nicht alleine. Auf der Stage Resilienz und Sustainability darf ich bei mir begrüßen Nicole Sehring von Circulate More. Hallo Nicole, schön, dass du bei uns bist. Ganz vielen Dank und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich darf hier einen Input geben zum Thema Circular Economy und warum sie keine Option ist. Der Untertitel wurde hier unterschlagen, auch in der Bewertung, nämlich heißt der Titel weiter, sondern die logische Konsequenz. Und ich teile jetzt mal meinen Bildschirm, damit Sie meine Folien sehen und möchte Sie gerne mitnehmen auf eine ganz kurze Reise zum Thema Circular Economy, warum das für Unternehmen wichtig ist und auch immer wichtiger wird. Wir ganz kurz auf die Hintergründe eingehen, auf die wichtigsten Strategien und Ansätze der Circular Economy. Und dann habe ich Ihnen sehr viele Beispiele aus anderen Unternehmen mitgebracht, um zu zeigen, wie diese Ansätze eben wirklich in der Praxis umgesetzt werden können. Genau. Ich möchte starten mit einer sehr, wie ich finde, beeindruckenden Zahl. Diese Zahl ist 1,1 Teratonnen oder auch 1 Billion 100 Milliarden Tonnen. Und das ist das Gewicht, was die Biosphäre wiegt oder 2020 gewogen hat. So hat es ein Forschungsinstitut in Israel errechnet. Biosphäre heißt alles lebende Fauna, Flora. Und das Spannende ist jetzt daran, dass 2020 plus minus 6 Jahre hat man errechnet, das Jahr ist, wo das die Technosphäre, also alles Menschengemachte, die Infrastruktur, Bauwerke, Städte und so weiter, alles, was für Menschen gemacht ist, quasi dasselbe Gewicht hat und das erste Jahr ist, wo das sozusagen genau das gleiche Gewicht hat. Tendenziell nimmt natürlich die Technosphäre jetzt zukünftig noch zu, die Bevölkerung wächst, die Städte wachsen, und die Biosphäre eher ab. Das zeigt sich auch im Rohstoffverbrauch. Wir haben einen sehr stark steigenden Rohstoffverbrauch, vor allem auch nochmal einen starken Anstieg in den letzten 2 Jahrzehnten mit einer Wachstumsrate von 3,2%. Vorher lagen wir ein bisschen drunter. Und wenn man sieht, was das für Rohstoffe sind, das ist hier farblich markiert und gestapelt übereinander, sprechen wir eben von Biomasse, metallischen Rohstoffen, fossilen Energierohstoffen und ein ganz großer Anteil auch nichtmetallische, mineralische Rohstoffe sind zum Beispiel die, die man in der Bauwirtschaft braucht, aber auch viel in der Produktion. 2020 waren wir da ungefähr bei 100 Milliarden Tonnen pro Jahr. Und das hat natürlich entsprechende Auswirkungen, und zwar nicht nur, dass Rohstoffe knapper werden und auch immer schlechter zugänglicher werden, dass sie teurer werden im Abbau, sondern vor allem auch eine große Auswirkung auf den Klimawandel. 70% der Treibhausgase gehen auf den Rohstoffverbrauch und Materialverbrauch zurück, mit der entsprechenden, genau, Erwärmung der Temperaturen. Und man hat errechnet, dass auch 90% des Biodiversitätsverlusts auf den Rohstoffabbau zurückgehen. Genau, jetzt sagt man ja in Deutschland, wir sind Recycling-Weltmeister und man hat in den letzten Jahren sehr viel Augenmerk auf Recycling-Technologien und sehr große Investitionen da getätigt, auch auf Seiten der Getrenntsammlungen, Gewerbeabfallverordnungen, was jetzt Unternehmen angeht, aber auch bei den Siedlungsabfällen haben wir relativ hohe Quoten, was das angeht. Da zeige ich Ihnen gleich noch ein paar Zahlen. Aber man muss sagen, wenn man sich die Zahl anschaut, wo wirklich primäre Rohstoffe durch sekundäre Rohstoffe ersetzt werden, ist die Zahl eher ernüchternd. In Deutschland sind es ungefähr 14%, wo primäre Rohstoffe eben durch sekundäre Rohstoffe ersetzt werden. Weltweit sind es 8,6%. Und das auch noch mal an einem Beispiel gezeigt: Thema Verpackungen, weil das natürlich auch ein Thema ist, was viel genau publiziert wird, wo es gute Daten gibt und auch weil es ein Thema ist, was mich persönlich sehr interessiert. Da ich auch zum Thema nachhaltige Verpackungen berate. Genau, haben wir hier links die Recyclingquoten, zum Beispiel bei Papier, Pappe, Aluminium, Glas, sehr hoch, alle über 80%. Und rechts haben wir dann aber also die Quoten vom Material, die tatsächlich wieder eingesetzt werden. Auch da sieht man, bei Papier und Pappe ist es recht hoch, aber schon niedriger als die Recyclingquote. Und ganz schwierig wird es dann eben zum Beispiel bei Kunststoffen, die im Moment nur 14% wieder eingesetzt werden in Verpackungen. Das hat verschiedene Gründe, unter anderem auch ein Grund ist, dass wir bei der Recyclingquote von einer sogenannten Inputrate reden, also alles, was in die Recyclinganlage geht, wird sozusagen
als Recycling gezielt und es ist natürlich immer noch ein Prozess, bis solche Materialien wieder eingesetzt werden. Heißt einfach, wir sind, was den Einsatz von sekundären Rohstoffen angeht, noch nicht besonders gut, auch wenn die Recyclingquote da ein bisschen was anderes spricht. Und wenn man auf die Circular Economy guckt, vielleicht auch da gleich nochmal der Unterschied, sprechen wir nicht von Recycling oder nicht nur von Recycling. Das ist natürlich ein großer Baustein in der Circular Economy, aber es gibt andere Bausteine, auf die viel mehr der Augenmerk gelegt werden sollte. Und wenn man jetzt mal von Gründen ausgeht, die Unternehmen dazu bewegt, in die Circular Economy einzusteigen und das Konzept in die Unternehmensstrategie auch tatsächlich einzubinden, dann ist es jetzt vielleicht nicht unbedingt die Ressourcen weltweit und global zu retten und zu schützen, sondern es sind halt tatsächlich eher Themen wie Kostenreduktionsfaktoren, indem man eben sekundäre Rohstoffe einbindet oder auch Erschließung von neuen Märkten, ja, Second-Hand-Märkten, Beziehen von refurbished Materialien und Bauteilen, aber auch vor allem Risikoreduktion. Und das ist ein Thema, was ganz krass in den Fokus jetzt geraten ist in den letzten Jahren, vor allem mit Corona, mit den geopolitischen Entwicklungen, eben die Abhängigkeiten von Lieferketten, die Abhängigkeiten von Lieferanten, die Rohstoffe vielleicht nicht mehr zur Verfügung stellen, nicht mehr verfügbar machen, wo es einfach aus verschiedenen Gründen schwierig ist, an Rohstoffe und Materialien zu kommen und deshalb eben auch einfach die Notwendigkeit, das regionaler und lokaler zu schließen und auf Materialien zurückzugreifen, die man entweder zurückbekommt oder eben einfach aus Prozessen zurückbekommt, die vielleicht regionaler ein bisschen zugänglicher sind. Genau, so viel zum Hintergrund. Jetzt möchte ich Ihnen ganz kurz die groben Ansätze der Circular Economy umreißen. Hier nochmal einmal das Bild zur linearen Wertschöpfung, natürlich ganz stilistisch dargestellt. Take, also die Rohstoffentnahme, dann die Produktionsphase, Make, die Nutzungsphase, Use und dann eben letztendlich Entsorgung, Verbrennung, Deponierung und andere Entsorgungsverfahren und demgegenüber sozusagen die Ansätze der Circular Economy, in denen Make und Use sozusagen mehr verbunden werden, also die Produktionsphase mit der Nutzungsphase verbunden werden und die Entnahme von frischen Rohstoffen auf ein Minimum reduziert werden soll und dadurch natürlich auch die Abfälle auf ein Minimum reduziert werden. Was man dazu braucht und was nicht so ganz trivial ist, sind tatsächlich Innovationsansätze und Transformation auch in den Unternehmen, weil das Ganze geht nur mit ganzheitlichen Konzepten und mit strategischen Ansätzen, wie man die Circular Economy sozusagen einbindet. Es ist halt nicht einfach nur technologische Verfahren, die dahinter stecken, die natürlich auch eine Rolle spielen, aber hauptsächlich sind es auch neue Business Models und neue Denkansätze, die hier umgesetzt werden müssen. Deshalb vielleicht auch ein bisschen der Unterschied zur Energieeffizienz, wo ja sehr, sehr viel auch schon Aktivitäten in den letzten Jahren betrieben wurden. Das sind oft Maßnahmen, die sich Unternehmen sehr gut auch voneinander abgucken können. Beleuchtung und so weiter, so allgemeine Themen, Beheizung, die man gut übertragen kann. Das ist bei der Circular Economy nicht unbedingt der Fall, weil es sehr an die DNA eines Unternehmens, an das Produkt und an die Prozesse rangeht. Aber nichtsdestotrotz kann man natürlich von guten Beispielen trotzdem sich Aspekte oder Ansätze abschauen. Genau, so prinzipiell die Prinzipien, das finde ich eigentlich eine sehr schöne, natürlich sehr vereinfachte Darstellung, ist weniger Nutzung, also sprich weniger Materialeinsatz, Ressourceneffizienz und so weiter, Materialien sparsam zu nutzen bei der Produktion, Produkte länger zu nutzen, wieder zu nutzen, das hängt ein bisschen miteinander zusammen und auch das Thema regenerierte Rohstoffe, Einsatz von Materialien, die aus regenerativen Quellen zum Beispiel kommen oder abbaubar sind, ist ebenfalls ein Thema, möglichst natürlich Produkte auch so schadstofffrei zu gestalten, dass sie wieder in den Kreislauf zurückgeführt werden können oder eben auch sogar abbaubar sind. Genau, das ist ein sehr einfaches Schema. Es wird dann ein bisschen komplexer, wenn man die sogenannten R-Strategien dazu nimmt. Das sind Strategien, an denen man sich eigentlich wirklich sehr gut langhangeln kann, wenn man sich Prozesse oder Produkte im Unternehmen anschaut. Genau, die sozusagen das umschreiben, was dann hinter diesen
Ansätzen steckt. Refuse, Rethink sind so Sachen, okay, brauche ich das Produkt in der Form tatsächlich? Kann ich es irgendwie reduzieren? Kann ich den Nutzen anderweitig durch ein anderes Produkt irgendwie mit generieren? Dann Reduce, Reuse, Repair, Refurbish sind alles so Sachen, das geht Richtung Reparieren, General überholen. Bauteile ausbauen und wieder nutzen. Das sind auch alles Ansätze, die teilweise nicht ganz neu sind. Also es gibt ganze Industriezweige, die da schon sehr aktiv waren, auch in den letzten Jahren. Automotive zum Beispiel, wo Generalüberholung oder zum Beispiel Autoreifen, ja, wo das einfach schon lange eine angewandte Methode ist. Aber diese ER-Strategien geben einen ganz guten methodischen Rahmen für ein Unternehmen auch, wenn man das durchspielt, anhand von verschiedenen Produkten zum Beispiel, wo man sich wirklich überlegen kann, okay, was sind da Alternativen zur jetzigen Nutzung? Es geht dann auch noch weiter mit so Begriffen wie Remining, Renewable, Redesign, Reorganize, Reverse, kommen auch immer mal wieder Begriffe zusammen. Vielleicht noch mal ein Wort zum letzten Begriff, Reverse. Also die Rücklogistik ist ein ganz großes Thema innerhalb der Circular Economy. Wie bekomme ich meine Produkte oder Teile der Produkte oder auch die Materialien, wie bekomme ich die wieder zurück, um sie überhaupt nutzen zu können? Meistens tatsächlich eine Schwachstelle oder ein Punkt, wo man tatsächlich auch eine Infrastruktur dahinter aufbauen muss, dass die Circular Economy eben funktioniert. Genau, nochmal vielleicht ein anderes Konzept der Circular Economy oder anders dargestellt, sagen wir es mal so. Das ist das sogenannte Value-Hill-Modell, also lineare Wertschöpfung. Sehen Sie hier die Prozesse von Rohstoffgewinnung bis zur Nutzung. Dann kommt die Nutzungsphase und dann wird ein Produkt sozusagen entsorgt. Das mal ganz konzeptionell dargestellt. In der zirkulären Wertschöpfung würde man jetzt erstens schon mal die Nutzungsphase sozusagen verbreitern. Deshalb steht das Männchen hier auf einem größeren Podest. Also versuchen, die Nutzungsphase generell zu verlängern, einfach durch Qualitätserhöhung, durch modularen Aufbau und so weiter. Und dann würde man versuchen, sozusagen die Produkte, die Materialien oder Teile des Produkts an einer möglichst hohen Stelle in diesem Value-Hill-Modell wieder zurückzuführen. Also zum Beispiel durch Reuse oder Resell wieder in den Nutzungskreislauf zu bekommen oder durch eben Reparieren, General überholen, Refurbish, Renovieren und letztendlich eben durch Recycling. Und das ist eigentlich nicht nur ein konzeptioneller Ansatz, sondern da kann man tatsächlich auch einen Price-Tag sozusagen dahinter machen. Wenn man sich Produkte anguckt, geht es tatsächlich in der Circular Economy auch um Werterhalt, also um finanziellen Werterhalt von Produkten. Und das sehen Sie mal hier am Beispiel von einem Handy, genau, in der Rohstoffgewinnung 1,50 €. Dann haben wir hier bei der Produktion ist es dann schon 188 € wert, beim Verkauf 599. Und wenn man es jetzt rückwärts wieder sieht, also nach der Nutzungsphase, wenn man es quasi Secondhand verkauft, 290 €, wenn man es erst repariert und irgendwie updated und so weiter, refurbished sozusagen 170 € und die recycelten Materialien sind wieder 72 Cent wert, zeigt einfach, dass die Circular Economy auch ein Ansatz ist, um sozusagen Wertschöpfung zu erhalten und dadurch eben auch Materialien in einer hohen Wertschöpfung zu erhalten. Genau, so viel zum Hintergrund. Jetzt würde ich Ihnen einfach ein paar Beispiele von Unternehmen, ganz unterschiedliche Unternehmen, ganz unterschiedliche Produkte, wie die Circular Economy umgesetzt wurde und das anhand, also ich würde diese ER-Strategie nochmal aufgreifen und Ihnen da ein paar Beispiele bringen. Das erste ist ein Turnschuh der Marke On, Schweizer Marke, relativ hochpreisiges Produkt. Die haben jetzt den ersten Schuh rausgegeben, den man tatsächlich leasen kann. Also Business, haben einfach das Businessmodell umgestellt von Verkauf auf Leasing und zwar mit dem Hintergrund, dass sie dann die Schuhe zurückbekommen und auch zeitnah zurückbekommen. Das heißt, ambitionierte Läufer können hier ein Abo abschließen und bekommen dann nach 6 Monaten oder 12 Monaten einen neuen Schuh und können den alten zurückschicken. Dieser wird dann entweder erneuert, also zum Beispiel die Sohle neu gemacht, die Schnürsenkel erneuert oder er wird, wenn es nicht mehr möglich ist, recycelt und die Teile werden recycelt. Was natürlich dahinter steht, ist, dass On das Ganze so so konzipiert hat, dass es eben dann auch recycelbar ist. Das heißt, die haben den Schuh komplett neu konzipiert, was die Stoffe und Materialien angeht.
Und sie bekommen eben einfach ihre Materialien zurück. Und zwar, das wird auch gleich mitgeliefert in der wiederverwendbaren Rückversandtasche. Also auch das ist sozusagen nach Circular Economy Kriterien entwickelt und einfach wird hier im Mehrwegverfahren angeboten. Genau. Vielleicht noch zum Thema Leasing. Das ist ja so ein Thema, das konnte man sich vielleicht vor Jahrzehnten oder vor ein paar Jahren noch nicht vorstellen, welche Produkte alles im Leasingverfahren sozusagen genutzt werden. Zum Beispiel eben Musik oder Streaming von Filmen ist ja was, was vielleicht vor zwei Jahrzehnten noch nicht in den Köpfen der Menschen möglich war und jetzt aber ist. Und es geht schon so ein bisschen Richtung auch, dass dieses Businessmodell einfach mehr Einzug hält und Unternehmen sich da einfach orientierend dran. Das geht halt Richtung eher Nutzen statt Besitzen. Also bestimmte Sachen muss ich einfach nicht mehr besitzen, sondern möchte sie einfach gut nutzen. Zweite Beispiel ist klassische Ressourceneffizienz eigentlich, also Reduce, nämlich klassischer Material-Einsparung in dem Fall. Das ist einfach eine Folie, eine LDPE-Folie. Da wurde geschaut, was für Eigenschaften hat die eigentlich und welche Eigenschaften müssen erhalten bleiben. Und die Firma Wehr Berlin hat dann entschieden, dass dieselben Eigenschaften erhalten bleiben, obwohl man die Folie halb so dick sozusagen vom Material machen kann. Und das Spannende hier ist eigentlich, also diese Reduktion war möglich, technisch umsetzbar, aber was natürlich daran hängt, ist, dass eben auch die Hälfte der Energie nur aufgewendet wurde, die Hälfte vom CO2 ausgestoßen wird, die Transportkosten verringert werden konnte, weil es natürlich kleiner ist, die Lagerfläche verringert werden konnte, sowohl auf Unternehmen als auch auf Kundenseite dann und auch die Entsorgungskosten geringer sind, weil es natürlich nur die Hälfte des Materials hat. Also das zeigt so ein bisschen, welche Auswirkungen das hat, wenn man im Design bestimmte Sachen ändert, dass es eben einfach einzahlt, auch auf andere vielleicht Unternehmensziele und auch Vorteile hat sozusagen für die Kunden. Genau, drittes Beispiel, da geht es um die Verpackung. Das ist ja ein Spezialsalz, was in Kläranlagen eingesetzt wird. Da hat das Unternehmen beschlossen, dass sie das jetzt in Mehrwegverpackungen, also in diesen Plastikeimern machen möchten und nicht mehr in Papiertüten, wie es vorher war. Auch aus dem Grund, weil sie gesagt haben, wir haben immer dieselben Kunden, wir haben immer dieselben Anfahrtswege, wir könnten einfach die Eimer wieder mit zurücknehmen. Und auch da waren so ein bisschen Side-Effekte, die vorher nicht so richtig ein- oder die man sich vorher nicht überlegt hatte, positive Effekte, nämlich, dass zum Beispiel die Kundin dann zurückgemeldet haben, dass sie das viel besser stapeln können, dass sie es besser handeln können, dass es die Menge ist ein bisschen geringer, die da drin ist, dass sie es besser tragen können, dass es nicht mehr einreißt, weil es eben nicht mehr die Säcke sind, dass es nicht mehr nass wird und so weiter. Und dadurch haben sie tatsächlich neue Kunden eigentlich gewonnen, weil das Handling einfacher war in diesen Mehrweg-Eimern als vorher in den Einweg-Papiersäcken. Genau, nächstes Beispiel, klassisch Repair und Refurbish, ist eine Firma, die in Baden-Württemberg sitzt, AFB Hardware, die im großen Stil IT-Geräte zurückkaufen von Unternehmen. Das ist jetzt hier tatsächlich mein Timer. Genau, die im großen Stil IT-Geräte zurücknehmen, hauptsächlich von Unternehmen, die eine zertifizierte Datenlöschung vornehmen, sie reparieren, Updates draufspielen, Teile ersetzen, die ersetzt werden müssen und dann wieder verkaufen und vor allem auch in Mitarbeiteraktionen wieder verkaufen bei den eigenen Unternehmen. Das heißt, die Mitarbeiterinnen können dann diese Geräte wieder kaufen. Schwachstelle hier im System war tatsächlich diese Datenlöschung. Also die müssen natürlich genau garantieren, dass die Daten gelöscht sind von den ursprünglichen Geräten. Und als das dann sozusagen gut funktioniert hat und sie das auch nachweisen konnten und auch die Garantien dafür übernehmen, dann war das Konzept eigentlich Selbstläufer und die Firma ist schwer am Wachsen in den letzten Jahren. Genau, hier nochmal eine Firma, die umgestellt hat von Verkauf auf Leasing-Modell. Da geht es um Wasserzähler, die eingesetzt werden von Bau- und Immobilienfirmen. Genau, die jetzt auch kein Interesse daran haben, diese Wasserzähler originär zu besitzen, sondern sie müssen halt einfach nur nutzen. Und die Firma Lorenz hat das vor ein paar Jahren schon umgestellt mit einem Ausbau der ganzen Serviceleistung. Und was passiert ist, ist tatsächlich, dass die angefangen haben, dann diese Wasserzähler neu zu konzipieren oder immer weiter zu verbessern. So zum Beispiel, dass Teile rausgebaut werden können und in anderen Wasserzählern wieder eingebaut werden können oder dass sie eben zurücknehmen
Updates drauf spielen, Teile ersetzen und wieder einbauen. Und die haben eine Einsparung von Neumaterial, teilweise sehr kostenspielige Materialien, die hier haben, von 30%. Und eine Zahl, die ich mal gehört habe, ist, dass das ungefähr tatsächlich die Kosten der gesamten Mitarbeiter entspricht, die sie hier einsparen konnten über die Jahre an Materialkosten. Genau, noch ein Beispiel, Repair, beziehungsweise eher Design for Recycling. Design for Repair ist ein Bürostuhl, der einfach so konzipiert ist, dass alle Teile auseinanderbaubar sind, dass die verwendeten Materialien reduziert wurden, also die verschiedenen Kunststoffe zum Beispiel und so weiter, dass nichts verklebt ist und nichts verschweißt ist, so dass man es wirklich auseinanderschrauben kann. Auch da mit einer Garantie, dass man die Ersatzteile auch über Jahre hinweg noch besorgen kann und selber reparieren kann. Auch das ein großes Thema der Circular Economy ist, genau, können die Kunden denn selber Produkte noch reparieren? Ja, ist es überhaupt möglich? Gibt es die Anleitung dazu? Da gibt es auch ganze Bewegungen, wie zum Beispiel iFix, wo dann Unternehmen ihre Reparaturanleitung einstellen können. Genau, also das ist einfach ein Beispiel, wo einfach grundsätzlich das Design überdacht wurde. Und natürlich ist dieser Stuhl teurer als ein normaler Bürostuhl, aber eben auch langlebiger und kann halt immer wieder eingesetzt werden. Nochmal ein Wort zum Rücklogistik-Thema und hier auch das Beispiel dazu. Da geht es um Bauschaum, der so von Handwerkern eingesetzt wird. Theoretisch kann man und auch praktisch kann man diesen Bauschaum, also sowohl die Reste, die in der Dose sind, als auch die Dose sehr gut recyceln. Hier war jahrelang das Problem, dass man einfach diese Dosen nicht zurückbekommen, weil die halt von den Handwerkern entsorgt werden, auf den Wertstoffhof gebracht werden, wo auch immerhin. Das heißt, hier war die Herausforderung, tatsächlich eine Rücklogistik aufzubauen, um diese Dosen zurückzubekommen und dann gezielt recyceln zu können. Das heißt, das ist ja eine freiwillige Vereinbarung von verschiedenen Unternehmen, die diese Dosen anbieten, die halt eine große Kampagne gemacht haben, dann mit den Handwerkskammern und so weiter zusammen, um diese Dosen zurückzubekommen. Und auch das, hatte ich ja schon gesagt, eins der Problematiken in der Circular Economy oder Herausforderungen. Man kann viele Sachen theoretisch recyceln, man kann sie auch trennen und dann recyceln, aber man kommt eben oft nicht mehr an die Materialien ran, weil sie eben über gängige Entsorgungswege entsorgt werden und dann einfach nicht mehr zur Verfügung stehen für einen ordentlichen Recyclingprozess. Genau, eine Firma, von der Sie wahrscheinlich auch schon gehört haben, Trigema Bekleidung, deutsches Unternehmen, auch in Baden-Württemberg, die tatsächlich eine Kollektion ins rausgebracht haben mit komplett kompostierbaren Oberbekleidung. Und Thema ist hier, natürlich wird es im Moment nicht kompostiert, ja, also auch diese Pullover und was man da so kaufen kann, T-Shirts werden über die Altkleidersammlung und so weiter eingesammelt, können auch da wie ganz normale andere Textilien zweitverwertet werden, aber indem sie halt theoretisch kompostierbar sind oder auch praktisch kompostierbar sind, sind sie natürlich so schadstofffrei entwickelt, also Cradle to Cradle zertifiziert in dem Fall, dass eben, genau, einfach die keine Schadstoffe drin sind, die sozusagen diesen Kompostierungsvorgang im Weg stehen würden. Und Ansage ist auch so ein bisschen von Trigema, dass da einfach vielleicht auch die Entsorgungsstruktur noch nicht passt. Das ist ja immer so ein bisschen Henne-Ei-Prinzip. Also man kann das kompostieren, natürlich gibt es die Kompostieranlagen noch nicht. In einer normalen Kompostieranlage kann man es nicht kompostieren, das ist zu kurz von der Rottezeit. Aber wenn natürlich viele Hersteller umstellen, kann man mit der Entsorgungsstruktur natürlich dann nachziehen. Und das heißt aber nicht, dass so ein T-Shirt weggeschmissen wird und kompostiert wird, sondern auch da können alle Zweitverwertungs- und Secondhand-Kauf und dann nochmal Nutzung der Garne, der Materialien, dem steht trotzdem nichts im Wege. Und ein letztes Beispiel, das kommt tatsächlich aus dem Bau. Hier ein Rathaus in Kombach, die diesen Anbau, links auf dem Bild sehen Sie es, so ein schöner 50er-Jahre-Anbau, tatsächlich sehr geordnet zurückgebaut wurde und direkt wiederverwertet. Das, was wiederverwertet oder wiederverwendet eigentlich, das, was dazu geeignet war. Zum Beispiel hat man den Betonbruch genommen, um eben neues Tragwerk zu bauen und den Ziegelbruch hat man in die neue Fassade eingebaut. Und dann hat man auch darauf geachtet, dass bei diesem Neubau so gebaut wurde, dass auch am Ende dieser Nutzung des Neubaus wieder zurückgebaut werden kann. Also zum Beispiel Verzicht auf Putz und stattdessen Sichtbeton oder auch die Dachdämmung würde so
angebracht, dass sie lösbar ist für den Rückbau. Weil auch im Bau ist oft das Problem, es ist verschweißt, es ist verklebt, es sind Multilayer und Multifunktionsmaterialien, die einfach am Ende nicht mehr auseinander zu bekommen sind und deshalb nicht recycelt werden können. Genau, so viel zu den Unternehmensbeispielen. Hier nochmal ganz kurz auf einer Folie. Was sind die Vorteile oder was macht die Circular Economy einfach auch notwendig im Unternehmen? Innovationstreiber. Das Konzept ist sehr gut geeignet, um bestimmte Prozesse und Produkte und Produktionsprozesse im Unternehmen zu überdenken und da auf innovative Beine auch zu stellen. Wettbewerbsvorsprung hatte ich schon genannt, Materialkreisläufe sicher aufbauen und nicht mehr so abhängig sein von vulnerablen Lieferketten. Imagevorteil, Nachhaltigkeitsaspekte gewinnen einen immer höheren Stellenwert. Circular Economy ist natürlich auch ein Thema, was an die Klimabilanzierung, an die Klimathematik gut angebunden werden kann und natürlich auch an die Nachhaltigkeitsberichterstattung und aktive Compliance. Da vielleicht noch ein Wort dazu. Die Gesetzesgeber treiben dieses Thema sehr voran, vor allem auf EU-Ebene. Und unter anderem gibt es den Circular Economy Action Plan, die mehrere prioritäre Industrien sozusagen auserkoren haben, wo es demnächst erwartet wird, dass es auch zu einer Verschärfung von Gesetzen kommen wird. Also zum Beispiel Quoten für Wiedereinsatz, Quoten zur Reparierbarkeit, neue Garantiezeiten, Reparaturservice-Vorgaben und so weiter. Und solche oder diese prioritären Industrien sind zum Beispiel die Bauwirtschaft um Gebäude, Textilien, Kunststoffe, Verpackungen, Batterien, aber auch Elektronik und IKT. Das sind so die Hauptbereiche, Hauptsektoren, die da jetzt erstmal im Fokus stehen. Weitere Folgen sicher im Rahmen des Green Deal. Genau, ganz kurz noch der Werbeblock. Falls Sie Interesse haben, an diesem Thema weiterzuarbeiten, ich biete mit zwei Kolleginnen ein Programm an, was sozusagen in die Unternehmen geht und versucht in 8 Wochen, angelehnt an den Design Sprint, Ansatzpunkte im Unternehmen zur Circular Economy zu finden, weil wir eben alle drei aus unseren Erfahrungen heraus gemerkt haben, dass das eben ein Thema ist, wo die Ideen und die Konzepte einfach im Unternehmen entwickelt werden müssen, aus der Fachexpertise heraus, eben nicht so gut übertragbar oft von einem Unternehmen zum anderen. Und wir haben vor allem Anfragen aus der Nachhaltigkeits- und Klimaabteilung, die dann sagen, Circular Economy ist schon irgendwie gehört, aber was sollen wir damit machen? Das ist so ein komplexes Thema. Deshalb hier der Versuch, sozusagen mit einem firmeninternen Team an diesem Thema zu arbeiten, Maßnahmen zu entwickeln, Ideen zu generieren, die der Geschäftsführung vorzustellen, um dann so ein bisschen einen Plan zu haben, wie kann ich das Konzept für mein Unternehmen nutzen. Genau, falls Sie Interesse haben, gerne melden bei mail@startcircular.de. Das war's von meiner Seite und ich freue mich ganz sehr auf Ihre Fragen. So, und dann steigen wir doch gleich schon mal ein, Nicole, mit dir. Circular Economy, Kreislaufwirtschaft wird ja jetzt schon relativ lange auch als Begriff genutzt, auch Recycling wird relativ viel genutzt. Wie unterscheidet sich das denn jetzt eigentlich konkret? Entschuldigung. Genau, also das ist ja so ein bisschen ein deutsches Problem vom Wording her, würde ich jetzt mal sagen. Ich habe es ja ganz am Anfang des Vortrags gehabt. Ja, Kreislaufwirtschaft ist sehr von der Abfallseite getrieben gewesen in den letzten Jahrzehnten, sehr fokussiert auf das Thema Recycling und Schaffung von sekundären Rohstoffen, die dann wieder eingesetzt werden. Circular Economy ist tatsächlich ein bisschen umfassenderes und dann deshalb ist es auch im Englischen geblieben sozusagen. Zirkuläres Wirtschaften wäre der deutsche Begriff dazu, ein umfassenderes Konzept mit eben verschiedenen Businessmodellen, die einfach versuchen, vorm Recycling anzusetzen. Recycling wird immer der letzte Schritt bleiben. Auch in einer Circular Economy werden Sachen irgendwann entsorgt werden. Aber die Idee ist einfach, die Kreisläufe enger an dieser Nutzungsphase zu schließen und deshalb auch den Wert sozusagen besser zu erhalten. Genau. Okay, vielen Dank dafür. Nächste Frage kam bei den Schuhen zwar rein, aber ich nehme an, mit dem Wasserzählerbeispiel kann man das auch ein kleines bisschen mit reinnehmen. Wenn man es jetzt hat, dass Einzelteile so schnell ersetzt werden, beziehungsweise wenn der Kunde seinen Teil nicht mehr ganz kauft, sondern halt eigentlich nur noch liest, besteht da nicht eventuell die Gefahr, dass die Materialverwendung sogar steigt, weil die Kunden Kleinteile schneller nachkaufen oder weil eben die Einzelteile hergestellt werden müssen und nicht mehr statt das ganze festige Produkt? Oder wie hast du da vielleicht sogar gegenteilig Erfahrungen gemacht? Ja, also das ist eine sehr gute Frage, erstmal so vom Grundsatz her.
Ja, also die Gefahr an sich besteht natürlich erstmal, wenn man so ein Leasingmodell hat, wo man weiß, beim Turnschuh jetzt zum Beispiel alle 6 Monate kann der gewechselt werden, besteht natürlich die Gefahr, dass man sozusagen Erdteile austauscht. Aber die Erfahrung zeigt auch, dass Produkte ja oft auch entsorgt werden, weggeschmissen werden, weil sie nicht mehr ansehnlich genug sind, obwohl sie eigentlich ihren kompletten Zweck zum Beispiel noch erfüllen würden. Es gibt so eine Studie zu elektrischen Zahnbürsten zum Beispiel, ja, die dann einfach ausgetauscht werden, weggeschmissen werden, nicht weil sie nicht mehr funktionieren, sondern eben auch, ja, weil sie nicht mehr gut aussehen. Und ich glaube, in solchen Fällen oder wenn es eben kleinere Reparaturen sind, bei Textilien hat man das ganz oft, ja, dann sind einfach nur die Reißverschlüsse kaputt, das ganze Ding wird entsorgt. Hat man das natürlich aufgefangen mit so einem Service, wo man sagt, okay, jetzt ist nur der Reißverschluss kaputt, bitte zurück, ich brauche eine neue Jacke. Und die wird nochmal repariert. Also das hat man natürlich viel besser unter Kontrolle als Unternehmen dann sozusagen auch, ja, als wenn man keinen Zugriff mehr hat auf die Materialien. Und ich glaube, was auch eine ganz hilfreiche Sache ist für Unternehmen, die solche Leasingmodelle fahren, ist, die kriegen natürlich Unmengen von Informationen über ihr Produkt. Ja, also warum wird es aussortiert? Warum geht was kaputt? Was geht auch am häufigsten kaputt? Wo sind die Schwachstellen? Wo kann man das qualitativ vielleicht verbessern? Also diese Informationen, die man bekommt, dadurch, dass man die eigenen Produkte zurückbekommt, das gibt man vielleicht sonst für viel Geld irgendwie an irgendwelche Berater raus, die dann irgendwelche Umfragen machen. Also das ist, glaube ich, auch ein Teil, der sehr wertvoll ist, so von Unternehmensseite. Das stimmt natürlich, ja. Mehr Informationen über das eigene Produkt man hat, desto besser ist es wahrscheinlich. Die nächste Frage ist eher in Richtung auch nochmal Unternehmenssicht. Wie kann ich einen Kunden denn mitnehmen, beispielsweise? Hast du da vielleicht Tipps, wenn ich neues Modell einführe, jetzt beispielsweise eben wie das Granulat, weil sich ja auch die Menge um 5 Kilo verringert hat, glaube ich sogar, auf der Folie war das. Wie erkläre Genau, ich und das meinen das Kunden am Klärsalz. besten? Also in dem Fall Klärsalz, das war jetzt eine kleine Firma mit einem sehr engen Kundenstamm, die haben die tatsächlich richtig mitgenommen. Also die haben das vorher angekündigt, haben gesagt, wir würden es gerne machen, wir würden es gerne auf Mehrweg umstellen. Findet ihr das gut? Habt ihr da Interesse dran, dass wir das machen? Würdet ihr den Pfand zahlen? Würdet ihr die Eimer auch wieder zurückgeben und so weiter? Quasi haben das schon für sich genutzt vorher in der Kommunikation, bevor das umgestellt wurde. Und das ist natürlich eine sehr gute Idee. Manche Firmen gehen das ja ganz progressiv an und binden das tatsächlich ins Marketing ein, ja, als Marketingstrategie zu sagen, wir machen das jetzt so und so und aus den Gründen und dahinter stehen Nachhaltigkeitsaspekte. Also ich glaube, relativ offensiv umzugehen mit diesen Änderungen, die man da vorhat, ist, glaube ich, immer eine gute Idee, um eben die Kundenseite mitzunehmen. Und natürlich ist die Kundenseite, also Unternehmen müssen natürlich einen Teil beitragen, aber die ganze Nutzerseite, das ist natürlich auch ein Thema, was ja, was man einfach mit Bildungsangeboten, Awareness, Kampagnen einfach auch noch viel mehr stärken muss, sozusagen. Ja. Also wie immer auf eine direkte Kommunikation ist Key mit allem. Ja, So, dann würde ich jetzt genau. einmal zur letzten Frage sogar tatsächlich schon kommen. Und zwar, wie kann ich denn den Erfolg messen, wenn ich mein Modell neu umgestellt habe oder neu aufgestellt habe? Ist da irgendwie auch noch mal Tipps und Tricks? Ja, das ist auch eine sehr gute Frage. Genau, weil die Circular Economy hat natürlich ein bisschen andere Messfaktoren, beziehungsweise wird da auch noch sehr viel geforscht. Was sind denn eigentlich die Kriterien sozusagen, die ich messen muss? Und gängige Methoden sind natürlich im Moment, wenn man es jetzt auf Unternehmensebene bezieht, ist es erstmal die Reduktion von Abfällen oder die Reduktion von Ausschuss. Oder auch, genau, also wie effizient werden bestimmte Ressourcen eingesetzt, also einfach die Reduktion von Kosten von Einkauf von neuen Materialien zum Beispiel wäre auch ein Kriterium. Viele versuchen aber vor allem, das an andere Bilanzierungsmethoden anzubinden, also zum Beispiel an die CO2-Bilanzierung. Ja, das macht natürlich Sinn, das irgendwie umzurechnen in CO2-Bilanzierung. Da wird es natürlich teilweise dann ein bisschen komplex bei der Circular Economy, weil man zum Beispiel so Sachen wie Rücktransporte, Rücklogistik irgendwie einpreisen muss. Da kann ich aber nur zu sagen, also gerade dieses Transportthema ist immer sehr im Fokus, wenn man sich angeht, wo es da auch hingeht, zukünftig, ja, CO2- oder emissionsärmere Transport, E-Elektromobilität und so weiter. Auch da werden sich die CO2-Emissionen sozusagen reduzieren und muss dann auch nicht mehr so hoch eingepreist werden.
Genau, aber auf Unternehmensebene, also man muss direkt gucken, was man hat, aber es gibt ein paar Kriterien, die man relativ einfach messen kann. Wenn man wirklich ins Detail geht, wird es komplex, weil da geht es auch sehr in die Ökobilanzierung. Ist jetzt wirklich das eine Material besser als das andere? Steckt da eine bessere Ökobilanzierung dahinter, mit die ja sehr komplex ist? Also ja, man kann es einfach machen, aber auch komplex, die Bewertungsfrage. Vielen Dank für eine ausführliche Antwort hier und ich bedanke mich auch nochmal ganz herzlich, dass du heute hier warst und dir die Zeit genommen hast für diesen Vortrag. Und unseren Zuschauern verabschiede ich mich jetzt natürlich auch sehr gerne, bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und Ihnen und Euch noch viel Spaß im weiteren Verlauf der Expo. Vielen Dank.